Auch dieses Mal beschäftigen wir uns weiter mit Lautwandelphänomenen auf diachroner, aber auch auf synchroner Ebene. Ich wiederhole nochmal, diachron bedeutet von einer Sprachstufe zur anderen. Das letzte Mal haben wir vor allem oder ausschließlich über Lautwandel, diachronen Lautwandel vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen gesprochen. Dieses Mal schauen wir uns auch noch eine Sprachstufe früher etwas um, nämlich im Althochdeutschen. Oder gelegentlich auch noch etwas weiter zurück und dann über das Mittelhochdeutsche zum Neuhochdeutschen. Und sowohl als auch sehen wir uns den Lautwandel auch in synchroner Perspektive an, das heißt innerhalb einer Sprachstufe, eben innerhalb des Mittelhochdeutschen oder innerhalb des Althochdeutschen, innerhalb des Neuhochdeutschen, das würde das dann bedeuten. Dieses Mal widmen wir uns dem sogenannten kombinatorischen Lautwandel. Und zwar ist damit bezeichnet Veränderungen des Wurzelvokals, die durch einen Vokal der Folgesilbe beeinflusst und bedingt sind. Der älteste kombinatorische Lautwandel ist die sogenannte Alternanz EI, also ein Wechsel. Alternanz, ein Wechsel zwischen E und I. Und zwar handelt es sich dabei eben um eine Hebung. Denken Sie auch hier wieder an das Vokaldreieck und an die Systematik innerhalb dieses Sprachraums. Haben Sie immer diese Grafik im Hintergrund, dann verstehen Sie diese Begriffe nicht nur als metaphorisch, sondern eben auch tatsächlich als Bewegungen innerhalb dieses Sprechapparats. Also Hebung des indogermanischen E zum germanischen I. Und zwar vor I oder J der Folgesilbe. Das ist die Kombination. I oder J in der Folgesilbe bewirkt eine Alternanz von E zu I. Und zwar zum Beispiel hier im Althochdeutschen von gebann zu gebist, nemmern zu nimmet und werfern zu wirfet, berg zu gebirgi. Also so steht das zusammen. Das I in der Folgesilbe in den Ableitungen hier oder in den Konjugationsformen der Verben oder hier in der Ableitung des Substantivs Berg bewirkt, dass das E zu einem I gehoben wird. Also ist I diese Folgesilbe, dieses I, das hier unterstrichen erscheint, bewirkt diese Hebung von E. Im Infinitiv ist das aber ja nicht der Fall. Da haben wir ein A, gebann. Da gibt es kein I, deswegen steht ein E als Wurzelvokal, das ist unser Wurzelvokal, und dann aber in der Form du gibst, du gibst, da haben wir das I in der Folgesilbe und deswegen wird das E im Infinitiv zum I als Wurzelvokal gehoben. Und im Neuhochdeutschen haben wir dieses Phänomen immer noch, nur dass wir nicht mehr sehen können, woran das liegt. Ja, geben und gibst, nehmen und nimmt. Werfen und wirft, Berg und Gebirge. Ja, dieses I in der Folgesilbe, das gibt es nicht mehr. Das ist im Verlauf der Sprachgeschichte weggefallen. Im Althochdeutschen können wir das noch sehen und da können wir dann eben auch die Kombinatorik dieses Lautwandels noch beobachten, während wir im Neuhochdeutschen nur noch das Ergebnis davon sehen. Das ist hier damit auch gemeint, dass es sich sowohl um ein synchrones als auch um ein diachrones Phänomen handelt. Auf der synchronen Ebene des Althochdeutschen können wir beobachten, wie das Ganze ausgelöst wird. Und im Neuhochdeutschen sehen wir dann aber nur noch das Ergebnis. Dieser älteste kombinatorische Lautwandel, bewirkt durch das I oder J in der Folgesilbe, ist auch genau das gleiche wie diejenigen Lautwandelphänomene, die wir heute auch noch als Umlautung bezeichnen. Also I oder J in der Folgesilbe bewirkt nicht nur die Alternanz von E und I, die sozusagen kein echter Umlaut ist, sondern eben auch unsere echten Umlaute. Und davon ist der älteste, der sogenannte Primärumlaut, der Umlaut AE, beziehungsweise dann zum Neuhochdeutschen hin von A zu Ä, ein echter Umlaut. Gelegentlich spricht man dabei auch von Palatalisierung. Auch hier haben Sie dann wieder diese Grafik, diese Systematik des Sprechapparates im Hinterkopf und da erinnern Sie sich, dass Palatalisierung, also Palatum, nämlich genau
den harten Gaumen meint, also nämlich die Verschiebung vom weichen zum harten Gaumen. Also E hier im weichen Gaumen, weiter vorne gesprochen, im harten Gaumen, Entschuldigung, und das A weiter hinten, nämlich am Velum gesprochen, und das Ganze verschiebt sich aber von A nach E, also von weiter hinten nach weiter vorn. Deswegen findet man auch den Begriff der Palatalisierung, Verschiebung vom weichen Gaumen zum harten Gaumen. Also der älteste Umlaut ist der AE-Umlaut und den finden wir eben schon im Althochdeutschen. Althochdeutsch Singular Gast hat den Plural Gesti. Gast, das ist der Stamm des Wortes. Da haben wir ein A als Wurzelvokal, aber im Plural heißt es eben Gesti. Und dieses I in der Folgesilbe bewirkt in dieser pluralisierten Form die Hebung, könnte man auch sagen. Ja, auch hier spricht man von einer Hebung von A zu E. Denken Sie wieder ans Vokaldreieck oder eben einer Palatalisierung des A zu E. Das gleiche geschieht bei Lamp aufgrund von Lembir. Ja. I in der Folgesilbe im Plural bewirkt im Plural diese Hebung des A zu E, diesen primären Umlaut A, E. Und das Positivum lang, also Adjektiv lang zu dem gegenüber zum Komparativ längiro, weil wir da eben dieses I in der Folgesilbe haben, hebt sich dieser Wurzelvokal im Komparativ zu einem E. Sie haben dann da noch die neuhochdeutschen Entsprechungen dazu. Da sehen wir dann wieder nur noch das Ergebnis, aber nicht mehr den Grund für diese Umlautung. A zu Ä und A zu Ä. Gast, Gäste, Lamm, Lämmer, Lang, Länger. Ja, da haben wir den Umlaut, also die nicht umgelautete und die umgelautete Form auf synchroner Ebene. Aber wir können den diachronen Auslöser nicht mehr sehen. Das I in der Folgesilbe ist abgeschwächt zu E. Dieser Primärumlaut, primär bezieht sich halt auf eine chronologische Beschreibungsebene, also primär dieser Umlaut, der kam zuerst. Rein sprachgeschichtlich gesehen wurde der am frühesten ausgeführt nach dieser Hebung von E und I, aber noch nicht vor HTHS, also Cht und Chs, und Konsonanten plus W, also das sind so Konsonantenhäufungen, sehr stark klingende Konsonanten, die zunächst Umlauthindernisse waren. Zunächst bedeutet, aha, das ist dann trotzdem irgendwann passiert und deswegen sprechen wir auch von einem Sekundärumlaut AE bzw. Sekundärumlaut AE. Nun eben auch vor den ehemaligen Umlauthindernissen chronologisch etwas später, nämlich dann erst im Mittelhochdeutschen. Ja? Und hier haben wir wieder eben diese diachrone Ebene. Das heißt jetzt hier auch vor HTHS, HRWR, HLH, also nämlich verschiedene Verschlusslaute oder Liquide zusammen mit den Reibelauten, also diese Konsonantenhäufung, stark klingende Konsonante, fallen jetzt als Umlauthindernisse weg und machen den Weg frei zur Umlautung. Nämlich zum Beispiel Mächte, Mittelhochdeutsch Mächte oder Mächte von Althochdeutsch Machti. Und da sehen Sie zwar im Althochdeutschen das I in der Folgesilbe, aber im Althochdeutschen konnte die Umlautung aufgrund dieser Verbindung von Reibelaut und Verschlusslaut vor, also zwischen dem A, dem Wurzelvokal und dem eigentlich Umlaut auslösenden I, noch nicht erfolgen. Das geschieht erst im Mittelhochdeutschen, nur sehen wir dort jetzt nicht mehr das I in der Folgesilbe, denn gleichzeitig wird dieses I aus dem Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen abgeschwächt. Also ganz klar ein diachrones Phänomen. Das I in der Folgesilbe des Althochdeutschen bewirkt die Umlautung, aber erst im Mittelhochdeutschen. Machti im Althochdeutschen, Mächte, Mächte im Mittelhochdeutschen. Das gleiche passiert bei Wachsit. Ja? Das heißt Wachsit mit I hier unterstrichen im Althochdeutschen und Wachsit dann der Umlaut im Mittelhochdeutschen. Twächele, ja, von Twachali. I in der Folgesilbe im Althochdeutschen bewirkt die Umlautung erst im Mittelhochdeutschen. Gerwen von Garavi, Merche von Mericha, Welch zu
Walchig. Ja? Jeweils die Is finden Sie im Althochdeutschen, aber erst die Umlautung im Mittelhochdeutschen vollzogen. Analog werden dazu auch Synchron-Umlaute gebildet. Gerade haben wir uns die diachrone Umlautung angeschaut. Aber auch synchron gibt es so gewisse Anpassungen, Analogieausgleiche, zum Beispiel vor Ü in der Folgesilbe. Also nicht nur I und J, sondern auch Ü in der Folgesilbe kann Umlaut auf synchroner Ebene im Mittelhochdeutschen bewirken, sodass Sie neben Ellü auch Alü finden. Ja, auch in einem, durchaus auch in einem Text, das sind so zwei sehr gleichberechtigte Versionen des Neuhochdeutschen. Alle, Ellü oder Alü. Oder auch in den Ableitungen mit Liech und Lien, da haben Sie das I in der Folgesilbe im Mittelhochdeutschen vorhanden und da wird dann eben sehr häufig auch umgelautet, nämlich zum Beispiel männlich, ja, also wenn es so Mann ist, mannlich und dann eben zu männlich, da wird dann also so eine partielle Assimilation, eine Hebung des A zu Ä, also es nähert sich dem I weiter an, ja, partielle Assimilation. Der Umlaut tritt auch auf in Formen, bei der die Umlautung von einer zweitfolgenden Silbe ausging, also auch auf sekundärer, chronologisch gesehen auf sekundärer Ebene. Also der Umlaut, der nimmt so richtig Fahrt auf, könnte man sagen. Zum Beispiel bei Megede von Althochdeutsch Magadi. Ja, Magadi. Da hinten ist erst dieses, in der zweiten Silbe haben Sie dieses I, aber trotzdem kann es auf den Wurzelvokal wirken und das A zu Ä umlauten. Oder bei Vetterlich von Althochdeutsch Vatterlich, da ist es wieder die Ableitungssilbe, die dafür verantwortlich ist, dass der Wurzelvokal von A zu Ä gehoben wird und also das heißt umgelautet wird. Obwohl zwar die partielle Umlautung bei allen Umlauten wahrscheinlich in der gesprochenen Sprache schon bis in das Althochdeutsche zurückreicht, können wir sie aber schriftsprachlich erst im Mittelhochdeutschen beobachten. Das I oder J in der Folgesilbe, das hatten wir uns gerade schon angezeigt, dass wir im Althochdeutschen sehen könnten, ist dann aber im Mittelhochdeutschen schon vielfach zu E abgeschwächt oder auch ganz ausgefallen, also irgendwo im Übergang zwischen Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen muss das irgendwie passiert sein. Also man darf sich das natürlich nicht so vorstellen, dass so von einem Tag zum anderen plötzlich alle Is in der Folgesilbe zu E abgeschwächt sind, rums, dann sind sie weg. Ja, so funktioniert das natürlich nicht. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess über mehrere Generationen von Sprechenden hinweg und solche Umlautungsprozesse oder Lautwandelprozesse sind eben sehr lange Prozesse. Ja, da gibt es keinen von heute auf morgen und das ist eben dann nicht wie mit der neuen deutschen Rechtschreibung. Man sagt so ab 1993, im 1. Januar 1993, da schreiben wir jetzt alle nach der neuen Rechtschreibung, sondern das sind wirklich sehr langwierige Prozesse, die auch nicht im ganzen deutschen Sprachraum auf die gleiche Weise, in gleicher Stärke und zum gleichen Zeitpunkt vollzogen werden, sondern das können Sie sich dann auch irgendwie so in Wellen vorstellen. Und dann gibt es so Bereiche, wo das schon stärker vollzogen ist, in anderen Bereichen wieder weniger stark, in den Dialekten stark vertreten oder da gibt es dann auch Umlauthindernisse, in anderen wiederum nicht. Das ist eine sehr komplexe ein sehr komplexes Vorgehen. Da können wir jetzt gar nicht so differenziert darauf eingehen. Das ist auch gar nicht notwendig. Wir hatten von einem Primärumlaut AE gesprochen, von einem Sekundärumlaut AE, aber wir haben ja noch andere Umlaute, die wir kennen im Neuhochdeutschen, die eben nicht nur A und Ä, sondern auch noch eine ganze Reihe andere. Und die sind dann eben auch noch auf einer sekundären Ebene entstanden. Also ein Sekundärumlaut 2, nämlich aller umlautfähigen Vokale und Diphthonge, auch vor denjenigen Konsonanten, die zunächst umlauthemmende Wirkung hatten. Also Althochdeutsch A wird umgelautet zu Ä und E, das ist der erste Sekundärumlaut, wie bei Drachen und Rechene, weil es im Althochdeutschen eben Drachani heißt, also da auch wieder aus der zweitfolgenden Silbe das I, eine partizielle Assimilation. Dann haben wir aber auch noch hinzukommend die Hebung von O zu Ö. Es handelt sich dabei jeweils um Hebungen,
mochte, möchte, Mittelhochdeutsch, während es im Althochdeutschen noch mochta und mochti handelt, noch heißt, also beide Male die O's noch vorhanden sind, also keine Umlaute im Althochdeutschen, aber das I in der Folgesilbe, das finden wir dort. U und Ü, Wurf, Würfel, die mittelhochdeutschen Beispiele zu Althochdeutsch Wurfiel, A und Ä, Maße, also langes A in diesem Fall, langes A, A, Maße und Mäßig, Althochdeutsch Maßig, I in der Folgesilbe können wir dort sehen, der Umlaut erst im Mittelhochdeutschen. Langes O zu, also Althochdeutsch langes O zu Mittelhochdeutsch Ö, Schone und Schöne, Althochdeutsch Skoni, I in der Folgesilbe, Althochdeutsch langes U zu Mittelhochdeutsch langem Ü, Hus zu Hüser, weil es im Althochdeutschen Husier heißt, I in der Folgesilbe Ur und Ühe, Gurt und Gürte, weil es im Althochdeutschen Gurti eben noch das I in der Folgesilbe gibt. Also das sind dann alle unsere mittelhochdeutschen Umlaute, von denen dann ja dann wiederum auch welche dann durch Monophthongierung zum Beispiel verschwinden. Es gibt auch noch den, die Alternanz zwischen Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch O und Ö, nämlich geloben und gelöben. Dabei handelt es sich vermutlich nicht um einen echten Umlaut. Hier findet sich nämlich auch keine althochdeutsche Entsprechung, sondern wieder so etwas wie eine Analogiebildung zu den übrigen Umlauten. Wir finden diese Form vor allem im Oberdeutschen, aber deswegen natürlich auch in relativ vielen Texten, denn Sie wissen, dass die meisten Texte des Mittelhochdeutschen bis, ja, bis in die klassische Zeit vor allem aus dem bayerischen und alemannischen Raum, das heißt aus dem Oberdeutschen, stammen. Was machen wir jetzt mit diesem Umlaut, vor allem auf synchroner Ebene? Ja, wir hatten schon an anderer Stelle, hatte ich Ihnen das Beispiel schon einmal gesagt, die Mutter und die Mütter, also Singular und Plural, Unterscheidung hier mit U und Ü. Also auf einer synchronen Ebene sagt uns dieser Umlaut etwas über Wortarten aus, über Singular und Plural oder auch über andere Dinge. Und das sind die sogenannten Funktionen des Umlautes. Also es geht ja hier immer auch darum, die Lautwandelphänomene schauen wir uns vor allem deshalb an, damit Sie am Ende basale Kenntnisse vom Mittelhochdeutschen haben, die Ihnen vor allem beim Übersetzen und Verstehen und dann natürlich auch beim Interpretieren von mittelhochdeutschen Texten behilflich sind. Und deswegen ist es gut, wenn man sich die Funktionen des Umlauts mal vergegenwärtigt. Da gibt es eine ganze Reihe, die wir auch noch im Neuhochdeutschen haben, wie zum Beispiel die Pluralbildung bei Mutter und Mütter und anderen Substantiven, aber auch noch einige darüber hinaus. Und es gibt auch einige Besonderheiten, Funktionen des Umlautes im Mittelhochdeutschen, die es im Neuhochdeutschen nicht mehr gibt. Und auf diese müssen wir natürlich eine besondere Aufmerksamkeit legen. Also Funktionen des Umlauts. Zunächst einmal können wir mit dem Umlaut verschiedene Wortarten bilden. Das gibt es eben auch im Neuhochdeutschen. Zum Beispiel Gruß und Grüßen, Gott und Göttin, Macht und Mächtig. Ja, das haben wir eben genauso auch im Neuhochdeutschen, könnte man jetzt auch die neuhochdeutschen Entsprechungen dazu schreiben und da hätten Sie genau das gleiche Phänomen. Unterscheidung von Singular und Plural bei Substantiven, das ist unser Mutter-Mütter-Beispiel. Der Gast, die Gäste, diese Beispiele sind hier natürlich alle immer im Mittelhochdeutsch. Der Gast, die Gäste, du Mus, die Müse, die Nacht, die Nächte, das Horn und die Hörner. Ja, hier der Umlaut als Pluralmarkierung. Dann die Steigerung der Adjektive. Wir hatten gerade auch schon ein Beispiel dazu, nämlich länger, also lang, länger, längest und groß, größer, größest. Und das haben wir natürlich auch noch im Neuhochdeutschen. Und die Unterscheidung von Indikativ und Konjunktiv, Präteritum bei den starken Verben. Auch das haben wir genau im Neuhochdeutschen der Fall. Also ich half und ich Hülfe, wir hülfen und wir hülfen.
Eine weitere Funktion des Umlauts, ebenfalls wie im Neuhochdeutschen, ist die Unterscheidung der zweiten und dritten Person Singularpräsens Indikativ, natürlich immer nur bei umlautfähigen starken Verben, das ist klar, eben die Unterscheidung von den Präsensformen du gräbst und er gräbt, während es ich grabe und wir graben heißt. Dann kommen wir zu einer Funktion, die anders ist als im Neuhochdeutschen, nämlich da steht der Umlaut im Mittelhochdeutschen bei der zweiten Person Singular Präteritum Indikativ der starken Verben, nämlich du nähme und du nähmest. Ja, da muss man eben vorsichtig sein, es ist kein Konjunktiv, sondern ein Indikativ ist in der zweiten Person Singular Präteritum Indikativ steht der Umlaut, das haben wir dann im Neuhochdeutschen nicht mehr, das wurde durch Analogieausgleich ausgemerzt. Dann haben wir umlautloses Präteritum bei einigen schwachen Verben. Was ist denn das jetzt schon wieder? Das schauen wir uns gleich nochmal an. Und auch da haben wir eben eine Verwerfung von umgelauteten Formen und nicht umgelauteten Formen im Präsens. Das heißt, ich höre, aber im Präteritum heißt es, ich horte. Und deswegen auch im Partizip Präteritum heißt es gehort. Und da wissen wir auch, dass es dann im Neuhochdeutschen wiederum durch Analogieausgleich dieser sogenannte Rückumlaut, schauen wir uns wie gesagt gleich an, nicht mehr gibt. Da wurde das dann wiederum angepasst. Da heißt es ich höre, ich hörte und gehört. Und das dann auch bei all den anderen Beispielen hier. Du führest, aber du furtest, gefurt. Er schüchet, er schuchte, geschucht. Und wir setzen, wir satzten, gesatzt. So, und was ist denn jetzt bitte eigentlich ein Rückumlaut? Bevor wir uns diesem Phänomen, das eben in Anführungsstrichen zu setzen ist, widmen, sollten wir noch einen ganz, ganz kleinen Schritt zurück machen und uns einmal vergegenwärtigen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen schwachen und starken Verben. Schwache Verben bilden ihr Präteritum mit einem sogenannten Dentalsuffix. Im Neuhochdeutschen ist es in der Regel ein T, TE. Im Mittelhochdeutschen haben sie häufig auch ein D, also DE, so dass wir eben von Dentalsuffix und nicht einfach nur von TE-Suffix sprechen. Und der Wurzelvokal bleibt aber bei schwachen Verben unberührt. Das heißt, es verändert sich nicht. Anders bei starken Verben. Starke Verben bilden ihr Präteritum über den Wurzelvokalwechsel, während die Endung aber gleich bleibt. Ja, da passiert dann nichts. Also es gibt keinen Suffix, sagen wir so. Die Endung ist jetzt nicht gleich, aber es wird kein Suffix drangehängt, sondern der Stamm wird dann nur abgekürzt. Also ein schwaches Verb, hören, hatten wir gerade schon, das ist im Neuhochdeutschen, hören, ich hörte. Ja, mit dem Wurzelvokal passiert gar nichts, Ö bleibt Ö. Aber es wird ein TE angehängt. Ich hörte. Ja, das ist die Markierung des Präteritum. Daran erkennen wir, dass die Handlung, über die wir hier sprechen, in der Vergangenheit liegt. Beim schwachen Verb wird also der Wurzelvokal verändert, sodass wir etwa bei dem Verb schwimmen im Präteritum sagen, ich schwamm. Der Stamm bleibt im Grunde gleich, außer der Wurzelvokal. Ja, es gibt kein Dentalsuffix. Also der Wortstamm heißt Schwimm. Ja. Dann gibt es nur eine Infinitivendung, en. Die fällt dann im Präteritum weg, weil es einfach kein Infinitiv ist. Aber der Wurzelvokal ändert sich von i zu a. Das ist der Unterschied zwischen starken und schwachen Verben. Den sollten Sie immer im Hinterkopf behalten, denn darauf beziehen sich sehr viele verschiedene Lautwandelphänomene, über die wir jetzt und in Zukunft sprechen werden. Und was ist jetzt genau ein sogenannter Rückumlaut? Bei einigen schwachen Verben, die im Infinitiv einen Umlaut als Stammvokal haben, findet sich im Präteritum ein Wechsel des Wurzelvokals statt, obwohl das ja schwache Verben eigentlich nicht tun, sondern ihr Präteritum nur mit einem Dentalsuffix bilden. Dieser ist aber kein Ablaut, wie das nämlich bei starken Verben der Fall ist. Auch das werden wir uns noch sehr intensiv anschauen, also I und A, wie bei Schwimmen, sondern ein sogenannter Rückumlaut oder einfacher gesagt und richtiger gesagt, ein umlautloses Präteritum. Und das hat Folgendes auf sich.
bei den Präterita einiger schwachen Verben sind diese ursprünglich Umlaut bewirkenden I oder J in der Folgesilbe schon in frühalthochdeutscher Zeit ausgefallen, nämlich in einer Zeit, bevor Umlautung stattgefunden hat, so dass eben dieser Umlaut nie bewirkt werden konnte, aber eben nur in den Präteritalformen. Und das ist der Grund, warum eben wir heute auch im Neuhochdeutschen noch brennen, brannte sagen. Ja, dass dieses schwache Verb macht eigentlich etwas, was es gar nicht darf. Es ändert seinen Wurzelvokal zwischen dem Präsens und dem Präteritum. Ja, und das liegt darin, dass eben ursprünglich dieses I oder J in der Folgesilbe im Präteritum bereits ausgefallen war, noch bevor ein Umlaut bewirkt werden konnte, während aber im Infinitiv, in der Präsensform, dieses I noch vorhanden gewesen ist. So, und warum heißt das Ganze jetzt Rückumlaut? Rückumlaut, dieser Begriff, der geht auf die Brüder Grimm zurück. Die haben dieses Phänomen, die sind ja Altphilologen gewesen, also nicht nur Märchensammler, sondern also in dieser Funktion natürlich waren sie auch Märchensammler, also Altphilologen, die sich vor allem auch mit der Sprachgeschichte auseinandergesetzt haben. Und die haben dieses Phänomen als allererstes beobachtet und sind aber fälschlicherweise, muss man sagen, davon ausgegangen, dass es sich um eine Rückumlautung gehandelt hat. Also, dass es mal einen Umlaut gegeben hat und dass der irgendwie aus irgendwelchen Gründen rückgängig gemacht wurde. Das ist nicht der Fall. Ja, es ist eben keine Analogiebildung, sozusagen eine rückwärtsgewandte Analogiebildung oder so etwas, sondern der Umlaut konnte nie bewirkt werden. Die Präteritalformen hatten niemals einen Umlaut und konnten deswegen natürlich auch nicht rückumgelautet werden. Deswegen sprechen wir von einem sogenannten Rückumlaut mit Anführungsstrichen. Sie finden diesen Begriff aber in der Literatur, aber natürlich immer unter dieser Voraussetzung, dass es sich eigentlich um einen Begriff handelt, der etwas Falsches beschreibt. Ja, dieser Prozess der Rückumlautung hat nie stattgefunden. Deswegen sprechen wir richtigerweise, das ist sozusagen der richtige systematische Begriff, von einem umlautlosen Präteritum bei einigen schwachen Verben. Das wäre der richtige Begriff. Der ist allerdings ein bisschen zu lang, um sie in Inhaltsverzeichnissen von Grammatiken unterzubringen. Und deswegen finden Sie dieses Phänomen, wenn Sie es aufsuchen, in den Grammatiken in der Regel unter dem Begriff Rückumlaut, immer in dem Bewusstsein, dass es sich dabei eigentlich um einen falschen Begriff handelt, der aber wissenschaftsgeschichtlich natürlich seine Berechtigung hat. Schauen wir uns jetzt nochmal dieses Beispiel genauer an. Brennen brannte, ja, dieses merkwürdige Verhalten dieses neuhochdeutschen Verbs. Und da gehen wir mal ganz weit zurück in eine Zeit, in der es noch gar keine Umlautung gegeben hat. Ja, die fängt ja so im Frühalthochdeutschen an. Und hier haben wir das Gotische. Sie erinnern sich, das ist immer so unser Paradigma für die germanische Sprachstufe, weil wir da eben Schriftüberlieferung haben mit der Wulfiler Bibel. Also das gotische Beispiel ist hier, oder das gotische Verb heißt branjan. Ja, da haben wir auch mal ein J in der Folgesilbe, die typischen Jan-Verben des Germanischen, branjan, und im Präteritum hieß es branida. Und da haben wir ein I in der Folgesilbe, und dadurch, dass es aber zu dieser Zeit noch keine Umlautung gegeben wird, haben wir auch keinen Umlaut, sondern ganz normal Wurzelvokal A. Branjan und Branida. Sowohl im Präsens als auch im Präteritum haben wir I oder J, einmal I, in der Folgesilbe. Aber keine Umlautung, da historisch vor der Umlautung liegend. Im Althochdeutschen ist dann aber der Zustand folgender. Es heißt im Präsens Brennern. Und im Präteritum brannta. Und das liegt nun daran, dass dieses J etwas persistenter war. Das heißt, es gab es etwas länger im Präsens und hat deswegen in einer sehr frühen Stufe der Umlautung eine partielle Assimilation, eine Hebung von A zu E verursacht. Also das J im Gotischen, oder im Germanischen genauer gesagt, bewirkt eine Hebung des A zu E im Präsens, Brennern. Aber im Präteritum ist dieses I offenbar früher schon verschwunden. Ja? Also vor dem Zeitpunkt, als diese Umlautung losging, war dieses I in der Ableitungssilbe im Präteritum schon verschwunden.
Und deswegen konnte es auch aus dem Germanischen nicht mehr ins Althochdeutsche wirken. Und deswegen bleibt im Präteritum das A stehen und wird nicht zu einem E umgelautet. Das I war eben einfach schon weg und konnte dann nicht mehr das A heben. Und deswegen heißt es schon im Althochdeutschen Brennern und Brandter. Und danach verändert sich dann auch nichts mehr, weil es ja das I nicht einfach wieder irgendwo herkommen kann. Also wie sich das ja die Grimms irgendwie so ein bisschen vorgestellt haben. Das ist aber nicht der Fall. Das I hat es nie gegeben im Präteritum im Althochdeutschen. Also zu einer Zeit, als Umlautung stattgefunden hat. Und so passiert dann danach eigentlich gar nichts mehr. Ja, Mittelhochdeutsch brennen und brannte und Neuhochdeutsch brennen und brannte. Es gibt keinen Umlaut. Also das ist das umlautlose Präteritum einiger schwachen Verben. Der Grund dafür ist, dass das I oder J in der Folgesilbe, das hätte einen Umlaut bewirken können, in dem Präterita bereits ausgefallen war, bevor Umlautung vollzogen wurde, nämlich in der frühalthochdeutschen Zeit. Hier nochmal kurz die Erklärung, warum es sich fälschlicherweise um einen sogenannten Rückumlaut handelt und auch nochmal der systematisch richtige Begriff für Sie sich zu merken. Im Neuhochdeutschen wurde nicht bei Brennen brannte, aber bei sehr vielen anderen Verben, die wir gleich noch uns mal anschauen werden, im Neuhochdeutschen dann in Analogie zu den normalen Präterita schwacher Verben, die nämlich ja normalerweise nicht ihren Wurzelvokal wechseln, die unterbliebene Umlautung nachgeholt. Ja, also da gibt es dann wieder einen Analogieausgleich, da geht es wieder um Ökonomie, da geht es um Komplexitätsreduktion. Also da wird sozusagen das normale Verhalten von schwachen Verben nachgeahmt und dadurch Analogieausgleich die Umlautung dann doch noch vollzogen. Hier haben wir eine ganze Aufstellung von mittelhochdeutschen Verben, die diesen sogenannten Rückumlaut aufweisen, also nicht vollzogene Umlautung in Präterita von schwachen Verben. Und das ist ja eine ganze recht große Gruppe. Und ich habe Ihnen einige davon fett gedruckt. Und das sind diejenigen, die wir heute noch im Neuhochdeutschen haben, wobei zwei von denen, nämlich nützen und senden, schon auf dem Weg dorthin sind, diesen sogenannten Rückumlaut wiederum durch Analogieausgleich zu verlieren, weil wir hier schon gleichzeitig, also die Formen, die Präteritalformen mit Umlaut haben, nämlich nützen, ich nützte, neben nutzte oder senden und sandte zu senden und sendete. Ja, also da haben wir noch beide Formen parallel nebeneinander, die im Sprachgebrauch sind, aber sie sind langsam auf dem Weg dahin zu verschwinden. Also die nicht umgelauteten Formen sind langsam auf dem Weg dahin zu verschwinden. Die ältesten Formen aber, brennen, brannte, kennen, kannte, nennen, nannte, nämlich der Primärumlaut AE, das sind diese AE-Umlaute, sind schon auf primärer Ebene entstanden, die sind die persistentesten und die bleiben uns wahrscheinlich erhalten. Es ist nicht damit zu rechnen, dass wir uns irgendwann auch von diesen verabschieden werden. Aber ganz interessant hier mit Nützen und Senden, wie solche Formen parallel, eine ganze, ganze lange Zeit parallel nebeneinander existieren und dann eine immer schwächer wird und irgendwann dann also wirklich völlig aus dem Sprachgebrauch verschwindet und dann im Prinzip auch eigentlich nicht mehr gekannt wird, beziehungsweise nur noch als eine archaische Form begriffen wird. Vielleicht haben Sie auch schon mal, und manche Personen verwenden diese Form sogar auch von der Form Ich frug zu Infinitiv- oder Präsensfragen gehört. Diese Form hat es allerdings nie gegeben. Ja, Fragen war immer schon ein schwaches Verb, aber da gibt es so etwas wie eine Kunstform des umlautlosen Präteritums, eine Einführung von umlautlosen Präteritums in einer Form, in der es so das einfach nie gegeben hat. Ja, Fragen war immer schon ein ganz normales, schwaches Verb. Und natürlich ist es ja auch so, dass A und U gar kein Umlautverhältnis eingehen. Ja, aber da wird so etwas imitiert wie ein umlautloses Präteritum. Aber das lässt sich aus dem, was wir jetzt hier
auf diachroner Ebene uns hergeleitet haben mit I oder J in der Folgesilbe, überhaupt nicht erklären. Und A und U ist natürlich auch gar kein Umlaut. Und das war's für dieses Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.